machst kriminelle Sachen. Du kommst doch genau dahin, wo die deine Daten holen. Ja, du bist dann immer dicht. Sauber. Nicht sauber. Mir reicht's. Deine scheiß Internetkriminalität. Du drohst ja sogar Leuten. Na, die drohen mir, die haben uns jetzt eine Pizza gesendet. Freundchen. Ja. Hör auf in diesem Internet. Hör auf mit dem, was du tust. Die ganze Nacht hat unser Telefon geklingelt. Und jetzt wissen wir, dass der Nico dahinter steckt. Na, wie kommt denn die... Pizza gesendet. Sie haben uns gestern Pizza gesendet. Vorgestern. Ja. Ja, aber nur weil er diesen Foren rummacht. Er macht da drinnen rum. Aber die mich bedrohen, die mich. Nee! Du hast den Fehler, du bist nicht vernünftig im Internet und machst die ganze Welt verrückt! Nee. Doch! Aber warum hat er den Lorenanruf gekriegt? Wahrscheinlich, weil er alle Nummern benutzt hat irgendwann mal. Ihr habt eine Warnung auf dem Computer, dass unsere Nummer geklaut wurde. Von ihm. Von dieser IP-Adresse. Das stimmt, was wir müssen mal Polizei anrufen. So, dann zeig dich jetzt bitte an. Hä? Du bist doch in diesem Internet drinne. Die klauen vielleicht deine Sachen. Weil du wieder Scheiße baust! Nein, weil ich infected wurde! Das kann auch an E-Mail anhängen. Das ist doch mir scheißegal! Du bist doch an Orten, wo du das gemacht bekommst! Warum werden dann andere Firmen infected, die da nicht sind? Nico, ja? Du gehst an Orte wieder, wo du nicht sein solltest mit dem Computer! Nein, mach ich du nicht. Du übertreibst es wieder! Nein! Doch! Die Polizei war erst hier und ich hab mit ihm. Und die Polizei rufe ich jetzt genau an! Dann mach doch! Mach ich! Frechheit. Die ganze Nacht ging das so. Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt irgendwie schon wieder los. Also ich bekomme Pizza von den Leuten und soll jetzt hier irgendwas machen? Nico, dann zeig die an und zeig dich an. Ich kann sie nicht anzeigen, weil ich keine Daten über sie habe. Deine Daten und alle Daten sind auf diesem Scheißkasten. Ich habe aber keine Daten über die. Und wem ist das Tablet hier? Meine. Ja. Das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Erik, warum hat denn die Lore die Anrufe gekriegt? Der Nico kommt doch gar nicht an meine Sachen zu. Er geht ins Internet. Aber doch nicht mit der... In kriminelle Seiten. Die Lore hat und von diesen kriminellen Seiten gehen die Leute in die Telefonanlagen und überall rein. Aber weil er in diese kriminellen Seiten reingeht, das ist das Problem. Nein, weil ich infiziert wurde. Nein, du gehst dahin. Nein, ich wurde infiziert durch eine Red. Deswegen war mein PC auf. Du holst dir den Virus genau dort, wo du hingehst. Nein. Erik, doch, das kann doch an E-Mail anhängen drin sein. Deswegen sind auch Firmen drin. Ja, genau. Deswegen öffnest du jeden Scheiß, oder was? Woher soll ich das denn wissen? Warum fallen andere auf die Nico, Seite? Bitte. Entschuldige dich nicht für alles. Es reicht mir mit deinem Internet. Ich muss mich nicht entschuldigen. Nein. Nico, du hast keinerlei Bewusstsein für das, was du falsch machst. Hm. Genau das zeigt es mir. Es wird Zeit, dass du verknackt wirst. Und dieser Rechner sollte von der Polizei konfisziert werden. Dann hast du wieder keinen. Du gehst doch auf diese dunklen Seiten, wo es passiert. Was siehst du, was du anrichtest damit? In ganz Deutschland mittlerweile. Der Nico hat man mir direkt gesagt. Ja, warum? Weil die meinen Namen kennen und meine Daten veröffentlichen. Ja, woher kennt ihr das alles? Weil du es irgendwo eingibst. Nein, weil sie mich infiziert haben. Nein, weil du es irgendwo eingibst. Wenn ich infiziert werde, dann kennt ihr meinen Namen, wenn ich irgendwas nur gespeichert habe irgendwo. Nico, und unserer, und Omas, und Loris. Wo? Merkst du, was du anrichtest? Weil ich weiß, wo die Loris-Nummer her haben. Nein, weißt du, was du anrichtest mit deiner scheiß Computer-Hackerei? Nein. Du bist immer noch am Hacken. Ja, bestimmt. Ja? Nico! Dann wenn mein PC ja wieder weg, wenn meine Leitung alles überwacht wird. Ja, natürlich! Darauf habe ich keinen Bock. Ich werde jetzt die Polizei anrufen, wenn du es nicht tust. Ja, okay, dann mach das. Mach du's? Nö. Also, hast du ein schlechtes Gewissen? Nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich habe nur nichts gemacht. Und wenn du nicht für irgendwas gerechtfertigt haben, was ich nicht getan habe, was andere mir angetan haben, weil ich irgendwo draufgeklickt habe. Nico, das ist mir scheiße, wenn du irgendwo draufklickst. Da musst du Virus-Scanner drüber laufen lassen. Du hast doch eine Windows drauf. Das akzeptiert gar nicht solche Dinge. Ich hab auch das wird gelöscht automatisch. Ich hab aber auch schon sogar einen Virenscanner. Ich hab sogar schon Amazon geholt. Nee, Freundchen. Da.
Du machst aber Scheiße. Ich habe Avas, weil ich infiziert wurde das letzte Mal. So, ja. Können wir mal gucken, wo mein Viren noch. Schutzmarken sind deaktiviert. Alles ist deaktiviert, damit der andere wahrscheinlich Pornoseiten versuchen kann. Weil es jede einzelne Sache zumacht und ich keine Verbindung irgendwo hin habe. Ich kann warum ziehst du nicht den Stecker? Schreib mich immer so. Lass ihn da. Ey, hör mal, es geht die ganze Nacht schon. Ja, warum hast du mir das nicht eher gesagt? Ja. Ich wusste, was es genau ist. Ich habe ja eben gerade den Anruf von der Lore gekriegt. Hier, ich kenne diese Datei gar nicht, Mann, die ist einfach auf meinem PC. Ja, warum ist sie noch da? Jetzt! Weil aber sie nicht löscht? Warum löscht du selbst? Mein ganzer PC, mein ganzer USB-Stick ist infiziert, den kann ich auch nicht mehr einstecken. Ich suche meinen USB und dann zeige ich dir, was da passiert, wenn ich den einstecke. Nee, man brauchst du mir gar nicht zeigen. Weil, ja, weil der infiziert ist. Du musst doch erstmal dahin kommen, dass es soweit kommt. Na, da muss man nur irgendwas also, auslösen. Hast du mir die Pornobilder angeguckt oder was? Hat damit nicht so interessiert. Doch, das hat genau damit was zu tun. Nein. Aber ja. Nee. Doch. Vielleicht, aber da weiß ich nichts davon. Vielleicht, genau das ist es. Ja, so. Wenn ich irgend sowas angucke oder sonst was auf einer normalen Seite, dann passiert aber sowas nicht. Nee, nix. Nee, Nico, du kannst nur Mist machen. Mit deinem scheiß Computer immer wieder. Das kann nicht sein, hinten und vorne nicht. Ich würde an deiner Stelle jetzt die Polizei anschreiben. Von deiner Seite her. Ich habe keine Daten von den Leuten. Was soll ich denn machen? Die Daten sind auf deinem scheiß Computer. Das sind meine Daten, aber nicht deren. Das sind deren Spuren auch dahinter. Und die Telefonnummer, die uns anruft, die habe ich. Ja, das ist schon mal gut. Habe ich schon gerade nämlich gesagt, ob sie die Telefonnummer hat. Da bist du ja gerade reingestürzt. Das ist schon mal gut. Aber das geht ja jetzt schon lang genug heute. Aber das kommt, wenn man auf solche Seiten geht und sich da anklickt, ohne Vernunft im Internet zu surfen. Und das habe ich dir schon immer unterstellt. Und dann hier groß auf dicke Hose machen, gegen Türen schlagen. Was kann ich dafür, wenn ich Tourette habe? Du musst dich kontrollieren. Kontrollieren. Und genauso gut am Computer langsam mal. Du hast genug Ärger damit. Das Verfahren ist ja noch nicht beendet. Ja, und genau deswegen, was bringt es mir dann weiterzumachen? Dann kommen sie ja nochmal. Aber du tust es. Nein. Nico, es reicht dir. Du hast keinerlei Einsicht, dass du irgendwelche Seiten besuchst, die sowas auslösen. Entweder rufst du die Polizei an oder ich. Dann musst du... Sag mir in der vierten Stunde Bescheid. Ruf du sie doch an, Mann. Feigling. Du bist ein Feigling. Der einzige Feigling bist du, denn du hast es verursacht mit deinem Verhalten im Internet. Was soll ich denn verursachen? Was? Ich habe es nicht verursacht und die Oma auch nicht und die Tante Nora auch nicht. Und wenn die Oma jetzt Rechnung bekommt für Pizzaservice von 100.000 Euro in Deutschland. Das gleiche ist, wie wenn ich hier drauf drücke. Nein, du musst dich jetzt anzeigen, musst sagen, es ist mit meinem Computer Schabernack getrieben worden. Du bist jetzt im Anzug, Junge. Was soll ich denn machen? Wenn die Oma nächste Woche 1.000 Euro, 100.000 Euro Rechnung hat. Nee, hat sie nicht, weil sie hat ja nichts gemacht. Deswegen, weil die Pizza hier, die zu ankommen, sage ich, nein, ich habe das nicht bestellt. Das sind Leute, die irgendwie Scheiße gegen mich bauen. Nee, nicht. Du hast schon mal ihren Kontodaten geklaut. Vielleicht haben sie die ja auch mittlerweile. Ja, bestimmt. Nee. Ja, Nico. Welche Internet verliert ja nichts. Die Oma hat mir gesagt, ich soll alles von dir löschen. Und das habe ich ihr sogar gezeigt, dass ich alles von dir gelöscht habe oder eine Zahl oder zwei. Was hatte. Internet alles löschen, was man schon mal eingegeben hat. Solltest du wissen, als Hacker. Pepo ist eh blockiert, da läuft gar nichts. Der läuft schon dann. Zieh mal deine Finger raus am Internet langsam. Frischchen. Sag mal.